Aber hallo, unser Freund ist zurück. Passt auf das Ding auf, es ist bis an die Arme bewaffnet. Räudige Ranken, okay? Schuppen. Okay, Schuppen als Bau-Ding. Knospender Wege lager ich. Sieh mal Schleimer an, da ist ja jemand in der Grube gefangen. Hilfe, Hilfe, ich komme hier nicht rauf. Es gibt keinen Ausweg. Was für ein Dussel. Er ist wohl reingefallen und deswegen jetzt ganz durcheinander. Naja, wir können nichts für ihn tun. Du willst ihn retten? Bist du völlig von Sinn? Dir ist klar, dass das ein Monster ist, oder? Der Erzfeind von Menschen wie dir? Du bist schon ein komischer Kauz. So, was haben wir denn hier alles? Ein verkohlter Block einer roten steinigen Substanz? Komische, sich kringelnde Extremitäten vom Körper einer schwebenden, befremdlichen Blume. Die kolossale Klaue des Meisters der Zerstörung, die alles und jeden in Stücke reißt. Seltsam schimmernde Schuppen, die einst den Körper des Meisters der Zerstörung umgaben. Ein grellfarbiger Farnwedel, der de facto giftig ist. Ein gigantischer, grellfarbiger Farnwedel, der de facto giftig ist. Ja, geil. Hilfe, Hilfe, wie komme ich hier raus? Ich will in diesem stinkenden Loch nicht sterben. Reiß dich mal zusammen. Wozu hast du den Flügel? Flieg einfach raus. Was? Oh ja, das stimmt. Danke für diese hilfreiche Beobachtung. Ich hatte wohl gerade meine Sinne nicht ganz beisammen. Dank nicht mir, sondern diesem monsterliebenden Sonderling. Ich hätte dich ja da unten gelassen, aber diese Knallcharge wollte dir unbedingt helfen. Menschen sind so merkwürdig. Wie auch immer, ich bringe die beiden an einen sicheren Ort. Du kannst genauso gut mitkommen. Wir wollen doch nicht, dass du direkt in das nächste Loch fällst. Alter, seid ihr die Schattenbestien oder was? Oh ja, wir leveln wieder. Thank you, Alter. Damit werden die Gestade angenehmer. Oh ne, wo willst du hinschlagen? So, da ist anscheinend der Ort perfekt. Ja, ja, ich komm doch schon. Ich will doch nur mal gucken. Muss ich jetzt hier mit Rätseln rechnen? Oder? Wobei, nee, auf Skellica Trust gab es auch keine Rätsel, also wird es hier auch keine geben. Da vorne ist der Ort, den ich meinte. Dort sind wir vor diesem Armageddon sicher. Na los! Ja, aber wen? Ich warte doch mehr auf dich als du auf mich. Aha, ihr seid schöne Bauer, ey. Ihr baut ja besser als ich. Puh, ich dachte schon, dass es sei vorbei mir wäre. Also.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein alter Schrottplatz mit all diesem kaputten Zeug. Okay, wir haben Schmelzöfen. Wir haben hier coole Lichter. Wir haben so ein Dingsbumsen. Wir haben hier kaputte Roboter. Nee, die, keine Reaktion. Ist bloß. Ist nur. Nee, ist doch kein Roboter. Ist nur Metallschrott. Du bist Shanna, oder? Ich bin Aristokleks. Vielen Dank, dass du mir zu Hilfe gewobbelt bist. Und ich bin Grem de la Grem. Hättest du mich nicht aus dem Loch geholt, würde ich da immer noch festsitzen. Griesbert, mein Name. Für dich Feldwebel Griesbert. Da wir uns jetzt alle vorgestellt haben, können wir uns wieder den wichtigen Dingen zuwenden. Unsere Sicherheit ist gewährleistet und ich kann dir endlich den Schädel von den Schultern trennen. Warte, Griesbatsch. Sie ist gekommen, um ihren Freund zu finden. Nicht um uns platt zu matschen. Wir sollten sie anhören. Dein Freund heißt Malrotius. Ob ich ihn gesehen habe? Nein, ich kenne niemanden, der so heißt. Na schön, ich töte dich nicht. Ich könnte niemals jemanden enthaupten, der nur seinen Freund retten will. Ich töte dich einfach, nachdem du ihn gerettet hast. Das ist nur fair. Und nur, dass du es weißt, in Sachen Materialien ist die Gegend knochentrocken. Deine Erbauertricks werden hier nicht ziehen, also versuch es gar nicht erst. Lass sie in Ruhe, Griesbatsch. Wir haben viel größere Sorgen. Diese gigantische Arme zum Beispiel, und was ist mit diesen finsteren Monstern? In letzter Zeit liegt eine unglaubliche zerstörerische Kraft in der Luft. Ich vermute, dass es einen Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen gibt. Das spüre ich in den Knochen. Was meinst du? Bevor wir uns mit den jüngsten Einschleimnissen beschäftigen, willst du wissen, wo wir uns hier überhaupt befinden? Das kann ich dir sagen. Dieser Planet ist nur ein wabbelndes Klümpchen, das im Unendlichen nichts dahin treibt. Das unheilige, gelobte Land, das den monströsen Dienern der Diener Hagons vorbehalten ist. Hohe Priester Hagon sagt, dass wir hier auf die Erlösung warten sollen. Aber wenn die Dinge weiter so wabbeln, werden wir zermanscht, bevor es soweit ist. Reg dich nicht zu sehr auf, Aristokleks. Mir ist gerade etwas sehr Wichtiges aufgefallen. Bei den ganzen Gejammere habe ich ganz vergessen, wie hungrig ich bin. Kannst du mir etwas zu essen machen, Shanna? Das soll wichtig sein. Geh mir nicht auf die Knochen. Und warum bittest du eine Bauerin um einen Gefallen? Sie ist doch der Feind. Was weißt du denn schon von Essen? Du hast nicht mal einen Magen. Wenn ich schon sterben muss, dann will ich auch eine Henkersmahlzeit. Shanna, wenn du ein paar räudige Ranken finden und sie ein bisschen über einem Lagerfeuer rösten könntest, wäre das sicher ein köstlicher Imbiss. Du solltest draußen jede Menge räudige Ranken finden. Das findet die... Wenn du welche hast, röste sie ein bisschen über einem Lagerfeuer. Ich bin gespannt, was für ein leckeres Gericht du zaubern wirst. Ich bin am Verhungern. Oh, räudige Ranken. So, erstmal, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir... das brauchen wir... Weiß nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen das alles nicht. Außer den seltsamen Sand, der ist vielleicht einfach zu maken. Der ist vielleicht einfach zu maken. Hi. Töte mich bitte nicht. Na. Wir sind die mächtigste Bauerin der Welt, das heißt, wir können aus allem was bauen. So, 18 Sand, das ist gut. Falls wir uns irgendwo hochbauen müssen. Schluffstein. Hatte ich den hier schon drin? Das ist ja ein Ding. Yay. Ein neues Fresserlchen gefunden. Shanna stellt zum ersten Mal Tentagliatelle. Schleimige Spaghetti, die sich im Mund kringeln und winden. Sattheit plus 20, Lebenspunkte plus 20. Ja, das ist doch mega. Das ist doch mega. Dann lass uns mal gleich weitermachen. Das sieht lecker aus. Wer hätte gedacht, dass du auf diesen räudigen Ranken köstliche Tentagliatelle zaubern kannst? Hab ich einen Kohldampf? Darf ich die essen? Ja. Yippie,
Danke, bei den Zutaten, die dir zur Verfügung stehen, bin ich überrascht, dass du so eine deliziöse Mahlzeit kochen konntest. Dieses Zeug stinkt zum Himmel und es schmeckt so bitter, einfach lecker. Du solltest wirklich davon probieren, Chana, lass dir das nicht entgehen. Beep, 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 wir haben uns alle lieb. Warnung, Erbaueraktivität erkannt. Warnung, Erbaueraktivität erkannt. Beep, beep, beep. Jelene, hast du das gehört? Was passiert jetzt mit uns? Ja, noch ein neuer Freund, würde ich sagen. Wir können hier wahrscheinlich die Rohre einsammeln. Brauchen wir aber nicht. Du hast das doch auch gehört, oder, Chana? Ich wabble vor Angst wie Wackelpudding. Es kam irgendwo aus diesem Raum. Wenn wir herausfinden können, was dieses Geräusch verursacht hat, wäre mir Wobbler zumute. Keine Reaktion, ist bloß ein Haufen Metallschrott. Nur keine Geräusche zu hören. Jelene, wir uns weiter um. Beep, beep. Lebenszeichen erkannt. Neustartprogramm ausführen. Neustartprogramm initiiert. An Zugriff auf Datenspeicher. Bitte warten. Neustartprogramm fehlgeschlagen. Unzureichende Energieversorgung. Bitte Energiezellen aufladen und erneut versuchen. Na, das ist leichter gesagt als Juliet. Wo sollen wir bitte die Energie hernehmen? Aus dem Feuer. Lass uns die Macht des Feuers in Energie umwandeln. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet, aber egal, Energiestation. So, ja. Rohr, gebogen. Die gebogenen da, wir brauchen einfach nur 4 Rohre platzieren. Ist ja voll easy. Ne Putzspritz, was ist das? Ein Bauplan? Du verbindest also die Rohre und überträgst die Energie der kaputten Killermaschinen auf das funktionstüchtige Modell? Das ist schleimfach brillant. Und wenn du nach Rohren suchst, wirst du ja sicher fündig. Ob dein Plan funktioniert wie geschmiert, finden wir nur auf eine Weise heraus. Ausprobieren! Ja, dann brauche ich sie ja doch. Röhre, die Flüssigkeiten flink durch eine mächtige Maschine leitet, wird zu, wenn gegenüberliegend positioniert. Wie gegenüberliegend? Hä? Okay, das mit dem wird gegenüber habe ich nicht so ganz verstanden. Ach, der saugt dir Energie aus den Beinen raus, Alter, du bist so ein Killer. Energiequelle erkannt. Starte Energietransfer. Energiesysteme voll funktionsfähig. Initialisiere Neustartprogramm. Neustart erfolgreich. Grüße, Angriffsdruide Nummer 04. H zu Diensten. Du kannst mich N04H nennen. Freut mich, dich kennenzulernen. Danke, dass du den Roboter repariert hast, Chana. Ihr Erbauer schlägt wirklich voller Talente. Berechne Zeit im Offline-Zustand. Berechnung fehlgeschlagen. Was ist hier passiert? Große Turbulenz im Aurafeld erkannt. Durchsuche Speicherdatenbanken. Möglicher Treffer gefunden. Ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen? Maybe, maybe not. Was ist denn mit dieser Rotlaube los? Klingt, als wären feine Schaltkreise durchgebrannt. Unhöfliches Verhalten erkannt. Ich wünsche nur, meine Datenbanken mit den neuesten Informationen zu aktualisieren. Bitte sag mir, was passiert ist.
Datenbank aktualisiert. Malhalla wird von riesigen Armen und finsteren Monstern angegriffen. Meine Berechnungen waren korrekt. Das höchste Gericht ist gekommen. Du schnurrst ganz schön viel über diesen Tag des jüngsten Gerichts. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Am Tag des jüngsten Gerichts werden wir alle sterben. Alles kehrt ins Nichts zurück. Es ist das Ende der Welt. Die Zerstörung ist bereits weit fortgeschritten. Diese Einrichtung ist möglicherweise nicht länger sicher. Die riesigen Arme werden nach verbleibenden Lebensformen suchen. Sie werden diesen Ort zerstören und uns alle auslöschen. Oh! Schimmer, sie haben uns gefunden, Wabbelwobbel! Die finsteren Feinde lassen sich sicher nicht lange auf sich warten. Wir stehen mit dem Rückgrat zur Wand und müssen uns den Weg freikämpfen. Oh, was ist hier los? Der Arm hat wohl eine Armee finsterer Feinde dabei. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen und fliehen, das ist der einzige Weg. Nun, Erbauerin, bist du bereit für deine Haut und meine Knochen zu kämpfen? Naja, okay. Ich hoffe, du meinst es ernst, Shanna. Ich verstehe zwar nicht, was hier geschieht, aber eine Sache ist sicher. Ich werde nicht kampflos aufgeben. Hier, nimm das. Es ist zwar schon halb aufgegessen, aber ich habe es nicht zu sehr angesabbert. Iss es, wenn du bist, dann fühlst du dich besser. Tinter, nee, das kennen wir doch. Ich kenne noch einen Ort, an dem wir Zuflucht finden und unsere müden Knochen ausruhen können. Es ist der letzte Ausweg und hoffentlich sicherer als hier. Bangs, bim bum dan da. Das ist doch easy going hier, so easy, easy going. Alter, wir haben Level geschafft. Geil. Alter, wir haben Level geschafft. Ey, vergleich das bitte mal mit der gestarrten Insel Rauchreifen, Alter, wie einfach das hier ist. Und das Ding ist, wenn wir hier das Level schaffen, dann wird natürlich, wenn wir dann die andere gestarrte Insel machen, die zweite, die wir jetzt eigentlich auch schon hätten machen können, von denen Rauchreifriff und der anderen, dann wird die auch viel einfacher werden. Das ist so wunderbar. Die Monster wurden gekillt. Die Stufe von Shanna erhöht sich, ja, nicer Shit. Hä? Feinde ausgelöscht. Es tut gut, meine Kugellager nach so langer Zeit mal wieder rollen zu lassen. Du magst ein knochiger kleiner Mensch sein, eine Bauerin, aber du kämpfst wie ein Monster. Du willst deinen Freund unbedingt finden, was? Übrigens, Kriesbatsch, wo ist denn dieser neue Zufluchtsort, von dem du gesprochen hast? Es heißt Tag und Zuflucht und ist eine unheilige Hütte des Hasses oben auf einem Hügel. Da die Werkstatt zerstört ist, ist es hier nirgendwo sicherer. Klasse Idee, da finden wir bestimmt auch Höllinder. Eine pietöse Priesterin, die wie gefafft. Sollten wir dann nicht loswobbeln? Die Zeit wird du kommst auch mit, oder, Shanna? Nee, du wolltest noch deinen Freund suchen und dich nicht in irgendeiner Zuflucht verstecken. Aber hier wirst du zu Matsch zermanscht. Berechne die Überlebenschance von Shanna. Warnung, Warnung, extrem geringe Überlebenschancen. Mission abbrechen. Ich wiederhole, Mission abbrechen.
Das Feuer werden wir dann, denke ich, mitnehmen. Du willst wirklich nicht mit uns kommen, Shanna? Aber hier wirst du mit Sicherheit sterben. Lass sie, sie hat sich entschieden. Außerdem sind Menschen und Monster Todfeinde. Glaub mir, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Komm schon, Shanna. Wenn wir in Hagons Zuflucht sind, können wir Höllina fragen, ob sie etwas über deinen Freund weiß. Irgendwas muss sie gehört haben. Sie ist eine der verzweifeltsten Priesterinnen der Kinder Hagons. Grim de la Grim hat recht, Shanna. Es schadet nicht zu fragen. Außerdem will ich mich noch nicht verabschmieren. Okay. Ja, der Skelettmann Griesbert freut sich auch. Wubbeldiwupp. Wenn wir dort sind, fragen wir zuallererst nach deinem Freund. Höllina hat ein Auge darauf, wer hier wackelt und wabbelt. Von mir aus kannst du mitkommen, aber bleib in der Nähe und folge mir. Ja, einen Moment, soll ich die Fertigungsstation auch mitnehmen? Wir könnten quasi Dinger da, das könnten wir mega machen, wenn wir wollten. Und hier könnten wir quasi... Achso, ist dasselbe. Den Schmelzofen hatten wir ja noch gar nicht. Massive Metallkammer, deren Hitze selbst härteste Materialien schmelzen lässt, kann dazu benutzt werden, Metallbarren zu gießen. Ja, natürlich. Und das Lagerfeuer, soll ich das auch mitnehmen? Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das klug wäre. Das Bett, sollten wir das auch mitnehmen? Wobei... Schrubbeldratze hatte ich noch gar nicht in dem Spiel. Das sollten wir vielleicht direkt bei uns behalten. Und das vielleicht auch, falls wir es aufbauen wollen. Den Rest brauchen wir nicht unbedingt so bei uns. Hier drüben. Was in aller Welt ist das? Es saugt alles in sich hinein. Analysiere Daten. Warnung, Warnung. Gravitationskugel von extrem hoher Dichte erkannt. Kontakt vermeiden. Wir wissen nicht, was passiert, wenn dieses Ding uns aufschlürft. Heißt das, wir können nicht weiter wobbeln? Wir müssen es riskieren. Es gibt keinen anderen Weg hindurch. Passt einfach auf, wo ihr hintretet und geht nicht näher an das Ding heran als nötig. Ich glaube, da hat gerade eins zerlegt. Oder nicht? Da hat es gerade unsere Freunde zerlegt. Na los, ihr faulen Knochen, nicht trödeln! Oh, sie leben doch noch. Gefahr, Gefahr, Warnung, Warnung! Achtung, der riesige Arm ist zurück! Na warte! Griesbert! Da ist er doch! Auf dieser Arm kann ganz schön zuschlagen. Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Geht ihr nur vor, mit ihr seid ihr viel langsamer. Macht euch keine Sorgen, ich bin untot. Sie können mich nicht zweimal töten, jetzt ab mit euch. Was? Du lässt nie jemanden zurück? Pfeh, du redest schon wieder wirres Zeug. Ich will dich auch nicht zurücklassen, Griesbert. Ich glaube, ich kenne den Weg ab hier. Wenn wir es langsam angehen, kannst du es schaffen. Alle Mann mir nach. Okay, Schlupfstein ist das nur.
gar nicht von hier. Mann, du kleines Vieh, wo willst du denn hin? Griesbert, kannst du noch? Gut, Hagons Zuflucht ist gleich da oben. Nun müssen wir nur noch hinaufklettern. Warnung, Wegende voraus. Weitergehen nicht möglich. Wie sollen wir darüber wubbeln? Das kann ich dir gerne zeigen. Aber ich penne gleich ein, deswegen, es wird Zeit für mich, ein weiteres Mal eine Pause einzulegen. Ladies and Gentle Girls, ein neuer Tag, ein ausgeschlafener Naoya, lasst uns das Spiel jetzt bitte durchspielen. Wie geil ist das? Du hast eine Brücke gebaut, schleimtastisch, Orak und Zuflucht wartet auf uns. Und schon wieder rettest du mit deinen Bauerkünsten die Situation. Vielleicht sind der Bauer doch nicht so übel. Na los, Griesbert. Steht nicht einfach so rum. Bis zur Hag und Zuflucht ist es nicht mehr weit. Ich mach's. Der Arm will uns schon wieder zerquetschen. Passt auf! Oh, Griesbert hat immer Pech. Er hat erst eins aus dem Maul bekommen. Nein, Griesbatsch! Griesbatsch. Er ist fort und kommt nicht mehr wieder. Ja, da hat's Batsch gemacht. Plitschplatsch. Oh, Griesbatsch. Er ist zum großen Server in der Datenwolke zurückgekehrt. Mögen seine Daten lange in unserem Speicher weiter bestehen. Wir müssen weiter zu Hagons Zuflucht. Es tut mir so leid, dass Griesbert so ein Ende finden musste. Ja, Griesbert war eigentlich schon einer meiner Favoriten aus dieser Gruppe. Eigentlich ist der Roboter mein Favorit, mit dem kann ich am einfachsten sprechen. Und danach war Griesbert noch gut. Das ist so in hier, weiß ich nicht. Oh nein, nach da geht... Och Mann, ey. Aber da muss das Ende sein, ey. Oh nein! Wie weit ist... Oh nein, Alter, schleck mich. Und ich dachte, wir sind gleich fertig mit der Story. Zitadellenmauer. It's a new item. Eine fürchterlich finstere Wand aus Hagons Feste wird zu... Wenn gestorbelt. Das ist doch geil. Ist das Hagons Zuflucht? Ist aber, das ist so eine schlammige Ruine. Lebensform erkannt. Könnte das Höllener sein? Weitere Informationen benötigt. Helena, du Schlumpe! Alter, mal rotes Hammer. Mal rotes Hammer. Ich kann hiermit noch nichts machen. Obwohl, hier ist es jetzt anscheinend nicht mehr so groß. Es ist anscheinend viel leerer einfach. Na gut, wir lassen uns einfach überraschen. Wer wagt es, mein Gebet zu stören? Ist euch der Name Höllener, die höchst schreckliche, denn kein Begriff? Nein. Du verneinst? Nun, dann werde ich mich vorstellen. Ich bin Höllener, eine der drei kardinalen Kardinäle der Kinder Hagons. Was ist euer Begehr? Heraus damit! Jo, große und gelehrreiche Höllener, bitte rette uns, alles wird zerquetscht und plattgematscht und wir wissen nicht wohin. Euch retten? Aber Kind, warum sollte ich das tun?
Diese Zerstörung ist eure Erlösung. Frohlocket, meine Kinder. Der Tag des jüngsten Gerichts ist endlich gekommen. Das Ende aller Dinge steht bevor. Diese Welt wird durch die unheilige Hand unseres Herrn und Meisters der Zerstörung vernichtet werden, samt den Kindern Hagons. Nein, nein, das kann nicht sein. Es wird doch nicht alles zermanscht, oder? Ich wusste zwar, dass der Meister der Zerstörung wieder erwachen würde, aber er sollte doch nur die alte Welt plattmatschen, nicht wahr? Nicht alles und jeden. Der Meister wird in seiner Zerstörungswut keinen Stein auf dem anderen lassen und schließlich die Steine selbst vernichten. Es gibt kein Entkommen. Wir können uns wehren, so viel wir wollen. Das macht keinen Unterschied. Vielleicht sollten wir einfach aufgeben. Das kannst du nicht ernst meinen. Hast du etwa schon noch vergessen, unsere persönliche Erbauerin? Wenn den Karren jemand aus dem Matsch ziehen kann, dann sie. Was? Dieses Mädchen ist eine Erbauerin? Wenn das wahr ist, bist du der Erzfeind unseres Herrn und Meisters. Ich sollte dich hier und jetzt auf diesem Altar opfern. Nicht, Helena. Wenn das jüngste Gelee uns ohnehin alle zermanscht, schlürfen wir dann nicht auf Shanna aufpassen, bis es Zeit ist, sich zu verabschmieren. Sie wird sicher artig sein. Na los, Shanna, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir etwas, das uns aus diesem Schlamassel hilft. Okay, lasst uns erstmal wieder optionale Dinge machen. Jalalala. Ach, man kann hier ja nicht... Och, wieso kann man denn hier nicht fliegen? Oh, da ist nochmal so ein Ding. Dang. So ein Ding vom Ding. So ein anziehendes Ding. Kling, ling, 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 ling. So, noch ein bisschen Sand. Wir müssen uns ja überall drüber bauen, ne? Da haben wir noch einen Wurzling. Alter, man kann gar nicht fliegen. Wie kacke ist das denn? So. Das ist perfekt. Dann haben wir zwei Lagerfeuer und können richtig braten. Was machen wir hier, Mann? Sauber. Was hast du da gefunden? So einen Tisch habe ich noch nie gesehen. Äußerst schnodderbar. Ach ja, dieses alte Ding. Es steht schon da, solange ich denken kann. Als der Meister der Zerstörung unserer Zuflucht seinen rechtschaffenen Ruin schenkte, dachte ich, dass er auch diesen wertlosen Tisch vernichten würde. Doch sein mächtiger Arm hielt mitten im Schlag inne. So schien es zumindest. Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Nun denn, wie ihr sehen könnt, ist der Tisch unbeschadet. Ne? Was gelät denn da dagegen, wie es leuchtet? Ladies und Gentlemen, damit endet die heutige Folge Dragon Quest Builders 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.